Hallo bei Hennenglück im Biergarten. Der Frühling ist da, der Garten blüht. Tagsüber ist es schon recht warm, aber die letzten Frostnächte sind noch nicht lange her. Die Jungpflanzen stehen erst seit gestern im Folientunnel. Schauen wir mal nach, wie es denen geht. Hier sieht alles noch etwas braun und nackt aus, weil wir die Beete ja erst neu angelegt haben. Die Jungpflanzen stehen hier drin in Töpfchen auf einem provisorischen Tisch, damit keine Schnecken an sie rankommen. Letztes Jahr haben wir viele unserer Jungpflanzen durch Schneckenfraß eingebüßt. Diese Tomatenpflanzen hier habe ich in kleine Töpfe aus gepresstem Torf bekehrt. Daneben in Plastiktöpfen die Physalis Andenbeere. Seit dem Pikieren gut gewachsen, aber immer noch klein. Und die Paprikas hier haben am Anfang zu viel Sonne bekommen. Die Keimblätter sind gelb und ich hoffe, sie schaffen es trotzdem. Hier vorne sind noch mehr Tomatenpflanzen verschiedener Sorten und noch einige Paprikas. Die Töpfe aus Zeitungspapier waren eine Notlösung. Es sind nämlich erst die Pflanztöpfe ausgegangen und dann auch noch die Joghurtbecher. Und weil wegen Corona gerade Ausgangssperre ist, habe ich mir dann einfach diese Papiertöpfchen gerollt. Sie halten bis jetzt ganz gut. Das Papier reißt nicht. Ich weiß, dass die Verwendung von Zeitungspapier umstritten ist wegen der Druckerschwärze. Aber wie gesagt, es war eine Notlösung. Wenn euch interessiert, wie ich die gebastelt habe, schreibt mir in den Kommentaren. Dann kann ich das in einem Video auch mal zeigen. Hier habe ich Eierschachteln als Pflanzgefäß ausprobiert. Ich habe Eissalat in diese kleinen Plastikmulden und in Eierschachteln gesät. Hier im Plastik sind zwar nur wenige Samen aufgegangen, aber die sehen immerhin nach Salat aus. In den Eierschachteln dagegen gar nichts. Die Pappe ist zwar immer feucht, saugt sich beim Gießen voll, aber die Erde trocknet trotzdem schnell aus. Ich habe den Eindruck, dass die Pappe noch die Feuchtigkeit aus der Erde zieht. Die Pflanzen hatten hier keine Chance. Von diesem Experiment kann ich nur abraten. Alles in allem haben die Jungpflanzen ihre erste Nacht im Folientunnel gut überstanden. Es war aber auch kein Frost. Jetzt am Vormittag hat es draußen 14 Grad und hier drin schon fast 30, Tendenz steigend. Damit es nicht zu heiß wird, habe ich oben eine Strohmatte angebracht, die für etwas Schatten sorgt. Tagsüber werde ich jetzt immer die Tür offen lassen und auch die Rückwand ein Stück öffnen, um ein bisschen Durchzug zu haben. Noch ein Blick ins Hochbeet. Es ist mit Doppeltvlies abgedeckt. Wir haben es vor 2 Wochen mit verschiedenem Salat bepflanzt. Dazwischen haben wir einige Gemüsezwiebeln gesteckt. Hier wächst alles sehr gut, Salat ist nicht so empfindlich und das dicke Vlies hat den Frost abgehalten. Ganz anders bei den Obstbäumen. Der Frost würde die empfindlichen Knospen und Blüten verbrennen. Damit das nicht passiert, schalten wir nachts bei Frost die Beregnung ein. Das Wasser gefriert an den Bäumen und umhüllt die Blüten mit einer Eisschicht. Das sieht dann morgens so aus. Ist es nicht seltsam, dass ausgerechnet Eis vor dem Frost schützt? Inzwischen wird es jeden Tag ein bisschen wärmer. Wir haben trotz Corona-Krise eine stabile Schönwetterperiode. Alles blüht, sogar der Boden ist mit winzigen Blüten übersät und überall summen die Bienen. Wenn das kein Grund zur Hoffnung ist. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, bitte ich euch um ein Like und einen netten Kommentar. Teilt das Video und unterstützt uns mit einem Abo. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Macht's gut, bleibt gesund. Bis bald.